Wir haben seit kurzer Zeit ein Angebot der griechischen Regierung, das den anderen europäischen Staaten, vor allen Dingen der Eurogruppe gegenüber gemacht wurde, in dem Griechenland zum ersten Mal akzeptiert, dass es ohne ein Reformprogramm keine europäischen Hilfen geben wird. Das ist ein erster Schritt. Aber man muss auch sagen, dass dieses Angebot noch nicht ausreichend ist, denn es fehlen alle konkreten Maßnahmen, die in Griechenland stattfinden müssen. Und eins geht nicht, wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen und dafür deutsche und europäische Steuerzahler bezahlen lassen. Diese Frage ist bis heute nicht geklärt und deswegen rate ich dazu, dass man in den nächsten Tagen, vor allen Dingen morgen, versucht, die konkreten Maßnahmen zu vereinbaren. Dieser Brief kann nur der Anfang von Gesprächen sein, aber er ist nicht zureichend, um darauf aufbauend finanzielle Zusagen an Griechenland zu machen. President Juncker, who was in intense talks with President Dijsselbloem and Prime Minister Tsipras yesterday, through the night and also this morning, sees in this letter a positive sign, which, in his assessment, could pave the way for a reasonable compromise in the interest of the financial stability in the euro area as a whole. The detailed assessment of this letter and the response to it are now for the Eurogroup, which will be supported in its decision-making process by the European Commission and the other institutions.